Assistenzarzt Frederik Seehauser versorgt in der Notaufnahme einen verletzten Familienvater. Dessen Tochter wollte eigentlich nur, dass er ihren Freund besser kennenlernt und endlich akzeptiert. Doch das ist gründlich daneben gegangen. Wie ist das Ganze passiert? Fangen wir mal ganz von vorne. Also ich bin der Seehauser. Mit wem habe ich denn überhaupt zu tun? Sie gehören zusammen. Genau, ich bin der Niklas Brandt. Ich bin der Freund von ihr, von der Marie Schumacher. Und das ist der Papa. Okay, Herr Schumacher nehme ich dann an. So, dann haben wir Herrn Schumacher einmal hier mit einer Handverletzung. Jetzt erzählen Sie mal, wie ist das denn passiert? Ja, wir waren so einen alten Schrank am Aufbauen vom Trödel. Mhm. Meine Tochter zieht gerade um. Okay. Und ja, hier der Fachmann. Oh, der hat das doch nicht extra gemacht. Ja, nur guck dir die Scheiße doch an hier. Und dann haben sie den Schrank aufgebaut und dann ist zu dem Malheur passiert. Wir haben so eine Nagelschusspistole. Okay. Und ich war das Brett am Fixieren. Und er aber hat das war ja nicht extra. Also Sie haben quasi das Brett festgehalten von diesem Regal, ne? Und Sie haben die Nagelschusspistole bedient, nehme ich jetzt mal an, ne? Und dann kam es zu dem Unfall. Ja. Ah, ist ja ärgerlich, ne? Bei Arbeitsunfällen haben wir es logischerweise häufig mit Unfällen im Handbereich zu tun. Ja, das ist immer besonders schwierig, denn die Hand ist natürlich ein Instrument, was wir zum Tasten greifen, also in der Sensorik und Motorik brauchen und ist auch auf eine gewisse Koordination mit dem Hirn ausgelegt. Wenn man hier nicht schnell handelt oder richtig handelt, kann das auch zu bleibenden Schäden führen und die sind natürlich dann irreparabel. Hier am Ende, das merken Sie alles, ne? Wenn ich hier drauf drücke? Ich merke alles. Das merken Sie alles, okay. Also ich werde jetzt für den Herrn Schumacher auf jeden Fall ein bildliches Verfahren anmelden. Das ist ein Röntgen. Hand in zwei. Wunderbar, das ist auch super. Klasse, Anna. Und dann werden wir gucken, wo der Nagel eigentlich genau steckt. Ja. Also wir sehen jetzt ja die Eintrittsstelle von dem Nagel. Ich denke mal, Sie haben das Brett nicht freiwillig mitgebracht, sondern... Ich hier richtig runter. Okay, schau mal, der geht da durch. Kann man den nicht einfach so rausziehen? Wenn nach den radiologischen Untersuchungen sich herauskristallisiert, dass der Nagel einen Knochen getroffen hat und auch noch durch den Knochen diesen Knochen punktiert hat oder durch den Knochen hindurchgeht, dann kann man den Nagel auf keinen Fall einfach so entfernen, sondern das muss operativ gemacht werden, denn hier muss geguckt werden, wie weit der Knochen beschädigt worden ist. Anna, du machst alles schick, ne? Dann bring ich die beiden nach vorne, können wir sind wir eigentlich schon wieder offen, ne? Super. So, und jetzt noch mal ganz kurz für mich. Sie haben dann die Nagelpistole durch den Finger gehauen? Ja, genau. Durch die Hand? Hat sich festgehalten, also das Brett. Und dann habe ich die Nagelpistole genommen und dann aus Versehen den Nagel da durchgeschossen. Mir war auch ganz schwindelig. So heiß auch. Also ich weiß nicht. Beim Arbeiten kann das natürlich mal passieren. Eigentlich war es aber nicht heiß. Okay. Noch sieht der Mediziner in dieser Information keinen Grund zur Beunruhigung. Warum dem Studenten schwindelig wurde und er den Vater seiner Freundin mit der Nagelpistole verletzt hat, wird nach dem Röntgen aber für große Aufregung sorgen. Doch nun braucht eine Frau dringend Hilfe. Ihr neuer Verehrer hat einen schrecklichen Verdacht. Warten Sie am besten hier vorne. Alles klar. Und dann. Ja. Darf ich kurz stören, wenn ich eine Notfall bin? Ach, ja, wir gehen sofort in den Schockraum. Carola, Notfallpatientin, Verdachtsdiagnose, Schlaganfall. Die Verkäuferin und der Anlageberater haben sich übers Internet kennengelernt und hatten heute ihre erste Verabredung. Dass die 53-Jährige an ihrem Zustand nicht unschuldig ist und etwas verheimlicht, wird sich aber erst später zeigen. Nochmal, Sie haben jetzt das erste Date gehabt heute? Ja, wir hatten das erste Date heute und haben nur einen Schluck Sekt getrunken. Strokel anrufen, okay. Und plötzlich... Ah, das Gesicht so. Ich weiß nicht. Es hat sich entwickelt, es wird immer schlimmer. Ja, es wurde immer schlimmer. Okay. Ich habe Angst, Herr Doktor, Sie müssen ihr helfen, vielleicht einen Schlaganfall. Mhm. Ich weiß. Also, damit liegen Sie schon relativ richtig. Also, das sind schon, wissen Sie Bescheid? Das sind die ersten Zeichen von so einem Schlaganfall. Das ist eine sogenannte Facialis-Parese, eine einzelne Hemiparese, also eine halbe. Wir haben jetzt ans EKG angeschaut, das Monitoring. Können Sie mir kognitiv folgen? Sie verstehen alles, Sie wissen, wo Sie sind. Sie können auch langsam sprechen. Können Sie mal versuchen, die Zunge leicht rauszustrecken? Ja, die kommt eigentlich auch gerade raus. Einmal Augen zu, Augen auf. Sie konnte auf alle Fragen plausibel antworten, hatte beim Sprechen auch nur leichte Probleme, eben durch diese Hemiparese, konnte aber auch die Zunge hatte sich nicht zu einer Seite verschoben und konnte mir eigentlich recht gut folgen. Das waren alles Zeichen, die eigentlich nicht für einen Schlaganfall sprechen.
Dürftest du den mal ganz kurz alleine sprechen? Okay. Ach so, weil wegen des Essens jetzt. Jonas, kommen Sie mal mit nach vorne. Können Sie vorne warten. Ja, aber Birgit, wieso denn? Ich bringe Sie mal nach vorne. Wieso? Ich sag Birgit. So vertraut sind Sie sicher auch noch nicht, ne? Gar kein Problem. Sie können ja danach wieder dazukommen. Okay, Birgit, ja, wenn du das willst. Nur einen Moment. Okay, bis gleich. Also ich konnte jetzt ja gerade bemerken, die Zunge hat keine Seitenverlagerung gehabt. Sie sprechen ja auch relativ normal. Das sind sehr positive Zeichen. Aber trotzdem haben wir diese starke Facialis-Lähmung. Herr Doktor, ich hab einen ganz großen Fehler gemacht. Sie haben Fehler gemacht. Mhm. Ich bin auch seit längerer Zeit auf einem Datingportal. Mhm. Da habe ich ihn kennengelernt. Okay. Und das ist ja an sich jetzt ja noch kein Fehler. Ja, nee, aber wir hatten heute unser erstes Date. Mhm. Und damit ich besonders doll aussehe und hübsch aussehe und einen tollen Eindruck hinterlasse, hat meine Freundin Sabine mir so was Ähnliches, so Arzt, irgendwas Botox-mäßig gespritzt. Mhm. Okay, und daraufhin, okay, das war kurz vorher. Ja, also dann kann ich Stroking abbestellen, bitte. Ja, ist alles normal, aber dann ist das halt passiert. Okay, ja. Also nach einer Botulinumtoxin-Injektion in dem Bereich, aufgrund wahrscheinlich aus ästhetischen Gründen zur Faltenglättung, haben Sie jetzt über den Tag diese Parese entwickelt. Okay. Dann hat sich das Ganze ein bisschen geklärt. Dann können wir hier an der Stelle schon mal auf jeden Fall Entwarnung geben. Die Vitalparameter stimmen auch so, Anna, oder? Ja. Mhm. Ja. Botulinumtoxin oder im Volksmund kurz Botox hat schon seit über 20 Jahren Anwendung im medizinischen Bereich. Jedoch gerade in den letzten Jahren finden wir immer mehr Anwendungen im rein ästhetischen Bereich. Das heißt meistens zur Faltenkorrektur. Hierzu ist zu raten, dass auf jeden Fall ein absoluter Fachmann hinzugezogen bzw. die Injektion durchführen sollte, denn die Ergebnisse, die nicht durch einen Fachmann durchgeführt worden sind, die sind meistens verheerend. Passen Sie mal auf. Das, was Sie da haben, das haben Sie schon ganz gut eingeschätzt. Das hat nichts mit dem Schlaganfall zu tun. Das ist das Ergebnis von einer falsch angewendeten, sag ich mal, Injektion. Jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Mhm. Die gute ist, das geht alles von ganz alleine wieder weg. Mhm. Schlecht ist, wir können Ihnen dabei leider nicht helfen. Das dauert schon eine Zeit. Genau. Ja, Schwester Anna hat da recht. Also es dauert mindestens 3 bis 5, wenn nicht sogar 6 Monate, bis zur vollständigen Erholung. Ja. Nein. Ja. Also ich kann Ihnen aber versprechen, nach 3 bis 4... Das kann nicht wahr sein. Ja, doch, leider schon. Das kann ich alles vergessen, ja. Da können Sie aber auch viel dran arbeiten. Also wenn Sie viel Mimik im Mundbereich, also viel Kussmund machen, ja, Zunge rausstrecken, lachen, Zähne fletschen, dann wird das besser wieder abgebaut und transportiert. Das Problem ist aber, das Ergebnis, wie es jetzt bleibt, wird vielleicht ein bisschen besser, bleibt aber so mindestens, wenn nicht sogar maximal bis 6 Monate so erhalten. Wenn Sie Glück haben, war es ein schlechtes Material, dann sind es 3 Monate. Ja. Ja, hoffentlich. Die Witwe ist geschockt und bereut die unsachgemäße Botox-Injektion. Sie hat ein schlechtes Gewissen, dass sie ihrer neuen Bekanntschaft einen solchen Schrecken eingejagt hat. Auf dem Heimweg will die Patientin den 53-Jährigen alles beichten. Er wird ihr jedoch schnell verzeihen und sie um ein weiteres Date bitten. Und wir gehen einfach raus. Und also wir sind vielen Dank für alles. Okay, ja. Fehlalarm. Ja. Schon unangenehm, ne? Unangenehm auf jeden Fall. Das wird Ihre Lehre sein, ne? Auch mit Kommt vom Röntgen zurück. Ach so, Herr Schumacher. Ich nehme schon. Danke. Ich würde sagen, wir gehen am besten wieder in den Raum, den kennen Sie schon, den Schockraum hinten. Ne? Auch das nähere Kennenlernen zwischen dem Familienvater und dem Freund seiner Tochter ist gründlich misslungen. Wieso der Student dem Heimwerker mit einer Nagelpistole in die Hand geschossen hat, soll sich bald herausstellen. Doch zunächst checkt der Mediziner die Röntgenbilder. Der Nagel wirkt natürlich jetzt sehr, sehr klein. Ne? Das ist aber jetzt nur aufgrund der Ebenen so. Ja? Aber das Tolle ist, wir können sehen... Ja, alles gut, danke. Setzen? Nee, passt schon, danke. Alles gut? Ja. Okay. Dann sagen Sie Bescheid. Ja. Wir sehen, dass er zum Glück durch die Mittelhandknochen durchgeht. Das heißt, wir haben keinen knöchernen Strahl erwischt. Okay. Ja? Das ist zum Beispiel schon mal super. Wir haben ja nichts Entsprechendes da. Ach so, wir haben gar nichts da. Zeig mal, okay. Was haben wir? Relativ schnell stellte sich heraus, dass das normale medizinische Instrumentarium in diesem Fall nicht ausreicht. Das kommt leider immer wieder vor. Hier reichten leider die kleinen Klämmchen sowie Nadelhalter nicht aus. Für diesen Fall haben wir einen relativ speziellen Service. Das ist der Mann von unserer Haustechnik und der sollte relativ schnell auch zur Hilfe eilen. Der Haustechniker wird dank seines Fachwissens sogar herausfinden, was sich tatsächlich hinter dem Unfall verbirgt. Jetzt muss aber erst einmal der Nagel aus der Hand des Familienvaters entfernt werden.
Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Der Hausmeister hier. Wir müssen den Nagel irgendwie fassen können. Arbeitsunfall? Und da ist unser. Nee, zu Hause privat. Ach du Schande, man sollte mit solchen Geräten sollen nur Profis arbeiten. Ja, musste mal eine Schulung geben. Nee, also ich werde den Nagel natürlich selber rausziehen, aber wir brauchen ein vernünftiges Gerät. Doch, das haben die ist die beste, die ich habe, die muss noch kurz desinfiziert werden. Genau. Oh. Also wir schicken die jetzt nicht in den Steri, wir machen das jetzt hier. Das Problem ist da, es liegt einfach daran, das wird zu lange dauern, ne? Dass der verheerende Nagelschuss vom Freund der Tochter nicht bloß ein Missgeschick war, kann auch niemand wissen. Als Frederik Seehauser den Nagel entfernt, wird der Schwiegersohn ins B plötzlich selbst zu einem akuten Notfall. Niklas! Ich habe jetzt noch die alten Handschuhe an. Was ist denn mit Ihnen los? Bleiben Sie mal hier. Einfach mal kurz so schnitzen bleiben. Was ist denn passiert? Sind Sie weggerutscht? Ist Ihnen schwummrig? Schwindelig. Schlecht Luft? Wir packen den hier vorne auf die Einserliege. Schwindelig wurde dem 23-Jährigen das erste Mal beim Renovieren in der Wohnung seiner Liebsten. Frederik Seehauser vermutet einen Zusammenhang zwischen der akuten Atemnot und den Heimwerkerarbeiten. Er will wissen, was der junge Mann dort alles gemacht hat. Sie haben doch die ganze Zeit zusammengearbeitet, oder nicht? Sie haben nichts. Ich habe im Wohnzimmer habe ich halt den Schrank auf. Da war er ja noch am Bohren in der Küche. Er hat was anderes gemacht, oder? Ja, er war Augen zu. Achso, Sie haben gar nicht zusammen die ganze Zeit im Schrank gemacht. Was haben Sie in der Küche gemacht? Löcher gebohrt, weil es ist mir doch egal. Ich glaube, wenn er in der Küche gebohrt hat, was sind denn da für Leitungen? Wie heizen die nicht, dass er da irgendein Rohr angebohrt hat? Wir haben Gaswärme. Ach, Gaswärme. Also haben Sie da nicht geguckt, ob da Leitungen in der Wand lang gehen? Da gibt es doch so ein Testgerät. Ja, ja. Haben ja, Sie es nicht gemacht? Er hat doch gebohrt, nicht ich. Hier ist es jetzt sehr wichtig, schnell zu handeln. Deshalb habe ich sofort den Hausmeister und Marie Schumacher dazu animiert, doch bitte die Feuerwehr und Polizei zu informieren. Denn wenn jetzt über Stunden ein Gasleck aufgetreten ist, hier Kohlenmonoxid austreten kann, muss dringend die Wohnung evakuiert, wenn nicht so auch gelüftet werden, über mehrere Tage. Erschwerend kommt hinzu, dass in der Wohnung der Tochter immer noch Freunde sind, die weiterhin Möbel aufbauen. Auch der Vermieter im Haus soll alarmiert werden. Währenddessen muss der Mediziner dem ungeduldigen Vater klarmachen, dass das Leben des Studenten auf dem Spiel steht. Ich glaube nämlich, dass Ihr Schwiegersohn hier eine Gasleitung getroffen hat. Und wenn das so ist, dass er längere Zeit diesem Gas ausgesetzt war und dieses eingeatmet hat, in einer sehr hohen Konzentration. Ist das durch die Sauerstoffzugabe, ist es jetzt besser, höchstwahrscheinlich? Okay, der ist ein bisschen aufgeregt, aber das ist alles in Ordnung. Was wir noch machen können, ist Temperatur messen, würde ich ganz gerne noch machen. Eiskalte Hände. Herr Schumacher, Sie verstehen das. Ne? Es geht gerade hier um die Vitalparäderversorgung. Ist ja alles noch in Ordnung. Ne? Sie sind ja soweit stabil. Ruhig, ne? Lassen Sie schön ruhig liegen. Das würde auch erklären, warum der mir das Ding hier durch die Hand schießt. Ich habe das den Vermieter erreicht und die haben mit dem Hausmeister geredet. Und es wurde tatsächlich ein Rohr angebohrt. Und jetzt wurden alle aus der Wohnung rausgeschickt und es wurde gelüftet. Und alles evakuiert? Ja. Okay. Herr Brandt, das ist folgendermaßen, das deutet alles darauf hin, dass Sie da wahrscheinlich eine Kohlenmonoxidvergiftung gehabt haben. Aber das ist doch lebensgefährlich. Das ist lebensgefährlich. Sie haben das glücklicherweise nicht in einer Dosis abbekommen, die lebensgefährlich ist. Mit Kohlenmonoxid ist nicht zu spaßen. Und meistens, wenn man die Vergiftung mit den klinischen Zeichen, also Schwindel und Kopfschmerzen, wahrnimmt, ist es eigentlich schon zu spät. In diesem Fall ist es sehr, sehr wichtig, dass auch andere Personen, die an der Renovierung beteiligt waren, informiert werden. Denn bei einer Kohlenmonoxidvergiftung ist es immer so, dass wenn man länger diesem Gas ausgesetzt war, die Krankheitsbilder auch Tage später erst oder die klinischen Zeichen erst Tage später deutlich werden können. So kann es im schlimmsten Fall eben zu Lungenödem oder eben zu einer Pneumonie kommen. Niklas, tut mir leid, aber woher solltest du es? Ja, okay. Wir reden später bei einem Bier drüber. Ja, aber im Prinzip muss man sagen, ist das alles ein riesiger Glücksfall. Weil wenn Sie in die Wohnung zurückkommen jetzt, und das ist ein geschlossener Raum, und da strömt seit Stunden Kohlenmonoxid aus über die Gasleitung, und Sie merken das gar nicht, dass alles leider geruchslos ist, dann liegen Sie tot morgen früh im Bett. Okay. Ja. Also folgendermaßen, wir nehmen ihn jetzt stationär auf. Sie müssen mir vorne noch mal kurz was ausfüllen, dass wir hier Sie behandelt haben und Sie auf eigenes Entscheiden natürlich jetzt nach Hause gehen möchten. Dann sehen wir mal ein Bett, ne? Für Sie. Ich habe ja schon alles gemacht. Ihnen bitte reisefertig machen, Sauerstofftherapie und Sie kommen bitte mit. Nachdem wir den Nagel entfernen konnten, konnte Herr Schumacher noch am selben Tag unsere Notaufnahme verlassen. Herr Brandt wird noch mindestens 2 bis 3 Tage hier bei uns stationär aufgenommen. Wir müssen genau schauen, wie weit die Kohlenmonoxidvergiftung vorangeschritten ist. Aber ich denke, auch dann wird er keine bleibenden Schäden davongetragen haben. Der 23-Jährige hat sich von der Gasvergiftung durch die angebohrte Küchenleitung vollständig erholt. Der dadurch verursachte Nagelschuss in die Hand seines angehenden Schwiegervaters hinterließ nur eine kleine Narbe. Die beiden Männer haben inzwischen ein richtig gutes Verhältnis.